Habt ihr das gehört? Ich bin ja gerade angekommen. Ja, ich muss wohl hier rein. Ne? Heiliges Grab. Wenn das kein Zeichen Gottes ist, dann weiß ich auch nicht. Bauzeit 1481 bis 1504. Also ziemlich lange haben die das gebaut. Grabkapelle, Salbhaus, Doppelkapelle zum Heiligen Kreuz. Und so weiter. Ich hoffe, ich werde nicht vom Blitz getroffen. Ne, ich habe wirklich da so am Feld, ne, da kriege ich wirklich kein gutes Gefühl. Granit. Ah, ja. Da gibt es so eine Ausstellung. Ach, das ist ja das mit Jakob Böhme irgendwas. Ja, lass mal gucken, wir mal kurz hier. Ja, es ist natürlich eine fette Wolke über mir. Wie schön ist das denn? Das habe ich gar nicht erwartet. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Mann, Mann, Mann. Das Licht ist auch noch zusätzlich aus hier. Aber wisst ihr was? Ja, bringt nicht so viel. Ich mache das natürlich aus. Was zeigen die uns hier? Ach so, das sind die Mineralliste, ist das? Ah, da stehen ganze Namen, die sind kompliziert und das ist wirklich, wollen wir damit jetzt erstmal nicht anfangen. Wir haben genug komplizierte Themen. Das sieht merkwürdig aus, irgendwie unheimlich, diese Kopfhörer, wie ein Kunstwerk, aber auch. Ey, ich bin kaum reingekommen und schon quatsch ich viel zu viel. Was? Ist das Kuchen? Nägel, Dornenkrone und halt wie so eine Orgel. Vielleicht sollte ich das von hier so aufnehmen. Ne? So, es hat aufgehört zu regnen. Aber es sieht trotzdem sehr unheimlich oben aus. So, wollen wir gucken, weil da waren schon hinter mir Leute. Manchmal ist es in Görlitz so, dass man vieles normal in der Woche komplett für sich hat. Aber manchen Tagen eben nicht. Wow. Da rechts sind Leute, dann gehe ich hier erstmal woanders hin. Ach, da ist eine Führung. Da ist gerade eine Führung. Hier. Jesus liegt im Sterben, aber der tut nur so. Spaß. Ich will eigentlich keine Witze drüber machen, könnt ihr mich aber verstehen. Ich bin. Da war er schon wieder. Das war mein Witz. Hört euch das jetzt an. Na, 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 na. Was mir auffällt, sind Wirbel. Jesus, ich hab dich lieb. Gehen wir mal da lang. Gehen wir gleich zum den Heiligen Grab. Das Nachbau, Miniaturausgabe. Das habe ich mal. Da oben sitzt ein Vogel und singt wie verrückt. Ach, sollte ich aufhören mit, ne? Ich störe dann nicht. Finde ich total schön wieder mit den Vögeln. Da kommt der nächste. Hat sich hingesetzt. Zwei Kollegen wieder, ne? Habe ich. Aha. Das. Ne, ne? Cool. Da ist ein Engel. Wow, das sieht aber verdächtig nach irgendwie so Erdstalleingang aus. Ich hoffe, es ist hell genug. Ja, ich will nicht mit den ISO spielen, sonst vergesse ich das. Und dann später ist alles wieder überbelichtet. Da ist die Grabkammer. Ey, wisst ihr, was cool ist? Ich habe eine Taschenlampe mitgenommen. Davon wusste ich nicht mal was. Ich bringe das Licht. Wir gehen jetzt in die Grabkammer. Die ist wirklich, keine Ahnung, 1,10 Meter oder so hoch, also der Eingang. Was für ein Sound! Wow! Ne. Das ist auch ein bisschen kurz. Ja, das ist ja eigentlich so eine Miniaturausgabe, aber der Sound.
Mein Mikro kann das wahrscheinlich nicht so aufnehmen jetzt und ich rede ganz normal. Ich kann meine Stimme. Sorry, dass das so affig klingt, aber das ist so faszinierend, der Sound hier drin, Leute. Nicht, dass die Führung gleich hinkommt und denkt sich, wer wohnt hier für ein Verrückter. Vielleicht haben die das wirklich 1 zu 1 nachgebaut. Höchstwahrscheinlich. Also in der kleineren Skala. Das bedeutet, dass der Sound wahrscheinlich da in der Originalkammer auch so groß ist. So heftig. Ja, da kann ich nicht draufsteigen. Ich setze mich kurz mal hin. Ich komme mir vor wie in einem Subwoofer drinnen. So fühlt es sich an, wenn man in einen Subwoofer sitzt. Darüber habe ich auch schon mal was gemacht. Gut, ich glaube, das reicht. Es fühlt sich total schön hier an. Ich könnte hier länger bleiben, aber für euch ist das langweilig. Außerdem kommen wahrscheinlich Leute. Guckt euch an, die Sonne. Ist das kein Zeichen? Ohne Witz jetzt. Sowas kann man doch nicht. Habt ihr das? War das der Vogel, der mir ein Blatt auf den Kopf schmeißen wollte? Guckt euch das an, was für eine Sonne jetzt scheint. Also ich muss sagen, für mich war das schon mal total magisch. Das war jetzt total magisch. Ich muss noch mal kurz rein, Leute. So, damit ihr das sehen könnt, so Größenverhältnis. Zum Beispiel, wenn ich hier so reingehe, ist normaler Türeingang, aber hier. Da seht ihr, wie klein das ist. Und da ist dieser magische Sound drin. Obwohl, hier wollte ich ganz kurz gucken. Ja, okay, ist eine Spende, einfach nur für die Spende. Und merkt ihr das? Jetzt rede ich einfach weiter, damit ihr diesen Unterschied hören könnt. Und wenn ihr hier mittig seid, unglaublich. Hier kann man garantiert meditieren. Ich weiß, dass ich hier nochmal vorbeikommen werde. Es fühlt sich an, als hätte man hier 6, 7 Echos gleichzeitig. Das hört sich fast schon unnatürlich an. Also digital bearbeitet oder so. Absoluter Wahnsinn muss man erlebt haben. Der ganze Spaß bis jetzt 3 Euro gekostet. Und hier wollte ich direkt zeigen, hier ist der nachgemachte Weg. Da oben ist das Krematorium Alpha Omega, da wo diese zwei Engel auch sind. Schade, die Bäume verdecken das, aber das sind so viele Treppen. Da ist dieser Garten nachgemacht, auch dieser Olivenbaumgarten und der Weg von Jesus, also dieser Passionsweg, ne, war das? Moment mal. Passionsweg bin ich mir nicht sicher. Stopp mal. Ölberg und Kreuzweg. Ja, die Landschaft Jerusalems nachgebildet. Das ist es. Da ist ein Bach. Das soll Kidron darstellen. Das soll Ölberg sein. Also Jerusalem hier. Das ist alles nachgebaut in kleinerem Ausmaß. Aber man sieht, die haben wirklich viele Jahre gebraucht. Und gleich gehe ich dahin. Vielleicht zeige ich mal kurz. Bevor fette Wolken kommen oder so. Sehr spitz das Ganze. Also sieht aus wie eine abgeschnittene Kirche. Und da oben die goldenen Kugeln. Es ist sehr warm und ihr seht, was passiert ist. Ja, ich sehe das wirklich irgendwie als Zeichen Gottes. Also wirklich jetzt. Es fühlt sich halt so an. Ups. Das war meine Taschenlampe. Da oben ist offen, da gehe ich rein, weil unten ist noch diese Sitzung, Führung. Ja, hier. Die Dunkelheit kämpft noch hier mit dem Licht. Aber ich gehe hier rein. Ich sehe irgendeinen Tisch. Kann man da Billard spielen? Na, Quatsch. Wow. Jesus. Oh Mann, ist das schön. Ah, diese Akustik. Ey, Mann.
Guck euch das bitte mal an. Das sieht wie so den Arschtrank aus wieder für mich. Wäre das jetzt heidnisch, würde man Opfertisch oder irgend sowas sagen dazu. Ich will aber hier nicht solche Wörter benutzen. Böse Wörter benutze ich hier nicht. Das ist faszinierend. Total. Da ist was ganz Altes noch, haben die nicht zugemalt. Die Doppelkapelle. Wie in Jerusalem steht hier in Görlitz über den Hügel Golgatha ein zweischossiger Kapellenbau. Hier stand früher schon eine Kapelle, steht hier. Interessant. Was war davor da, ne? Und davor und so weiter. Manchmal ist das wirklich seit tausenden Jahren. Wie geil ist das denn, Graffiti? Guck euch das an, 1698. Ey, wie die das drauf hatten, selbst sowas hier, ne? Hier. Gefäße. Ich hoffe, dass der Winkel ist gut. Ja, das ist manchmal fies, weil ich stehe woanders und zu Hause sehe ich dann die Enttäuschung, aber ihr seht wenigstens ein paar sehr, sehr alte Graffitis. Oder das sind keine Graffitis. Wie nennt man das? Ja, Petroglyphe auch nicht. Es fällt mir jetzt nicht ein. Hier. Oh. Doms. Und wieder diese Doppelspirale oder Lebensbaum auch, ne? Aber das verfolgt mich. Keine Gesichter. Hier kann man die Glocke läuten. Ja, ich mach's nicht. Da sieht man überall so ganz alte Zeichnungen. Ich zeig euch aber die hier aus der Nähe, weil da habe ich was gesehen. Da sind so Graffitis, auch hunderte Jahre alt. Was mich besonders so immer wieder fasziniert, dass sich überhaupt nichts geändert hat. Also so vom Stil her. Man könnte denken, das ist eine Schule hier gewesen oder so. Also moderne meine ich jetzt. Genau wie da. Das sieht ein bisschen wie ein Blumentopf aus. Aber das soll wohl, da ist irgendein Datum. Guckt euch das an. Es triggert mich total. Ey, das ging besser als. Also, Mikrofon kriegt das gar nicht hin, ne? Sowas. Oh, die Tür. Schaut euch die Tür ein. An. Massiv. Ja, die sitzen da noch immer in der Kirche, also in der Kapelle. Das sieht wirklich wie abgebrochen hier aus. Fehlt da ein Stück, ja, ne? Auf jeden Fall, ja, muss ich jetzt gucken, dass, ja, sonst warte ich hier mal kurz, bis sie irgendwie fertig sind, ne? Ich glaube, das dauert nicht eine Stunde oder so. Vor allem will ich bei einem Thema bleiben und das hat mich selber jetzt, bin froh, dass ich hingekommen bin, muss ich jetzt schon sagen. Fast.
Das Merkwürdige ist ja dieser Riss, den ich euch gezeigt habe in der Kapelle, dort in der Mitte. Der geht nach unten. Der verbindet die beiden Kapellen zusammen. Der Riss im Felsen steht hier. Hier steht das so drin. Ja gut, da wo Jesus drin liegt, das ist das Salbhaus. Gut. Das hat auch interessante Formen, finde ich. Wie viele Säulen sind das eigentlich? Sechs, ne? Was haben wir hier hinter dem Bauwerk? Guckt euch das an, da hat jemand eine Eule gezeichnet. Das meiste ist hier hunderte Jahre alt. Kann man schwer glauben, fast schon. Aber das ist gut geschützt hier, weil das unter so einer Art Dach ist. Jetzt ist es total düster geworden. Ich wollte dieses Detail hier am Tisch zeigen. Das ist Gitter und da drinnen sind hier drei Würfel. Was zeigen die für eine Zahl an? Was denkt ihr? Alle drei, die sieben. Eine Würfel zeigt 2, 1, 1 und die 4. Da haben wir die 7. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Erinnert mich wieder an die Betäubung dieses Wächters hier in Görlitz vor diesem dreibeinigen Hund. Draußen ist die Hölle los. Sorry, dass ich das unterbreche. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Interessant. Vor allem Erdbeben und diese Spalte im Stein. Ja, ich frage mich jetzt, wie ich hier rauskommen soll. Ich habe wohl ein bisschen zu lange gewartet. Das ist ja übel. Ich glaube, ich bin zu lange hier, aber seht ihr das? An was erinnert euch das eigentlich? Hier diese Form und hier nochmal so eine. Also ich finde, das sieht aus wie so ein Bohrer. Aber das ist wahrscheinlich nur deshalb, dass ich zu viele Sternbrungen gesehen habe oder so. Endlich ist es soweit, die Leute gehen raus. Übrigens, das sind alles nummerierte Gebäude und das ist hier unten. Die Kapelle, die Nummer 7. Die 7. Also hier ist es noch dunkler. Ah, endlich, das musst du zum Abschluss. Ach, da ist der Riss. Das ist wichtig zum Abschluss. Ich habe jetzt so lange gewartet hier. Ich dachte, ich schlafe ein. Dann muss ich noch das Video bearbeiten. Na toll, guckt euch das an. So ein, ja, das Erdbeben. Ey, da kann man echt durchgucken. Da ist durchgehend, ne? Hier. Ach, das Kreuz, die Urne. Da musste man reinsteigen. Hier ist gar nicht so viel, aber ich musste das unbedingt, wollte ich als Abschluss zeigen. Die Taschenlampe hat mich heute wirklich gerettet. Also ohne, ne, das wäre nichts. Ja, das ist halt so ein Wappen. Wie ihr seht. Und ja, hier nochmal. Ja, ist nochmal ein bisschen kleiner. Ja, hier wollte ich nochmal gucken. Da ist auch so eine kleine Öffnung. Da ist aber nichts drin. Ah, noch einer. Guck. Aha. Das ist hohl drinnen. Was hat das zu bedeuten hier? Dim, 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 dim. Hä? Ofen? Ne, wahrscheinlich hat man hier irgendwelche Reliquien reingetan oder so. Kann man das öffnen? Lassen wir es. Oh, interessant. Wow, hat es geblitzt jetzt. So, da ist die alte Farbe auch noch zu erkennen. Und das war's hier. Soll ich noch bleiben? Spaß, aber das ist ja schön. Was ist das für eine Symbolik hier?
Okay, hat getäuscht. Schön, aber. Ja, habe ich erwähnt eben, dass diese Räumlichkeiten da für über 500 Jahre alt sind. Hier weiß ich gar nicht genau. Aber ich verlinke so ein paar Informationen dazu. Und jetzt verlasse ich die Ortschaft und wisst ihr was? Ich lasse das heute weg mit diesem Ölberg da hochgehen und so im Park, weil guckt euch das hier an, habe ich gar keine große Lust. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Spaß. Spaß, Leute. Spaß, Spaß, Spaß. Wir gehen nach Hause.